wenn an diesem Samstag in Brixen die Vorbereitung auf das Olympia-Qualifikationsturnier in der nächsten Woche in Bietigheim beginnt, dann wird nicht mehr Rick Cornacchia, sondern Tom Pockel das Training der italienischen Nationalmannschaft leiten. Der 45-jährige US-Amerikaner wurde vor zwei Wochen zum neuen Nationaltrainer ernannt. Für mich ist es eine große Ehre, Italien zu repräsentieren. Und ich bin sehr stolz und nehme die Aufgabe sehr ernst. Und es bedeutet sehr viel für mich, dass die Verband hat mich gefragt und denken, dass ich bin der richtige Mann für den Amt. Und es ist etwas für mich sicherlich sehr Besonderes. Ich bin sehr ehrgeizig und möchte zeigen, dass unser Spieler und die italienische Liga, die Serie A 1, ist besser und wir haben mehr in Italien anzubieten. Die Tage von Cornacchia waren bereits nach dem Abstieg bei der Weltmeisterschaft in Stockholm im letzten Mai gezählt. Sein Nachfolger Tom Pockel hat in den vergangenen drei Jahren bei Pontebba und in dieser Saison beim HC Allege ausgezeichnete Arbeit geleistet und auf sich aufmerksam gemacht. Ich bin glücklich. Er ist ein Trainer, der immer sehr gut vorbereitet ist. Er will immer das Beste erreichen. Er bereitet die Spiele stets sehr gut vor und als Spieler weißt du genau, was der Gegner tut. Er holt immer das Beste aus jedem Einzelnen heraus. Wahrscheinlich verbringt er ganze Tage mit dem Videostudium. Er ist ein sehr guter Trainer. Über ihn habe ich eigentlich eine sehr gute Meinung, weil wir haben mit Patianone da, der unter Tom Pockel gespielt hat letztes Jahr. Und letztes Jahr in Pontebba hat er aus einer nicht Favoritentruppe, sagen wir mal, ein Halbfinale rausgeholt und dann mit Pech ausgeschieden. Und auch heuer mit Allig hat eine sehr starke Mannschaft, beziehungsweise bringt eine starke Mannschaft ans Eis. Und nein, er kann sogar gut Deutsch, habe ich da gefragt. Ich habe mit ihm selber noch nie geredet, aber nein, ich lasse mich überraschen und ich bin mir sicher, das ist der richtige Weg. Die italienische Auswahl wird in Brixen drei Tage lang trainieren, ehe am nächsten Dienstag die Abreise nach Bietigheim erfolgt. Wir haben sicherlich nicht eine einfache Aufgabe. Neue Trainer, auch teilweise neue Spieler, neue Konzept. Wir haben starke Gegner mit Österreich, Deutschland und Holland. Aber mit diesem Olympia-Qualifikation haben wir nichts zu verlieren, wir können nur gewinnen. Und jetzt ist es recht. Das Problem ist, dass wir nur fünf Tage Zeit haben. Er wird uns aber bestmöglich vorbereiten. Wir werden versuchen, in Deutschland gut abzuschneiden. In Bietigheim treffen die Azzurri vom nächsten Donnerstag bis Sonntag auf Österreich, Gastgeber Deutschland und die Niederlande. Nur der Sieger dieses Turniers löst das Ticket für die Olympischen Winterspiele im nächsten Jahr in Sochi. Schwierig wird es auf alle Fälle. Also, wir starten sicherlich nicht als Favorit in das Turnier, aber ich bin der Meinung, jedes Spiel startet von 0 zu 0 und jedes Spiel hat seine Episoden. Und du, vielleicht haben wir ein bisschen Puckglück, die anderen vielleicht einen schlechten Tag. Und alles ist möglich. Also, wir gehen da hin, um die Gruppe zu gewinnen mit Selbstvertrauen. Und dann werden wir schon sehen, was dabei rauskommt. Tom Pockel hat seine Spielerkarriere als Verteidiger im Alter von 23 Jahren aufgrund eines Kreuzbandrisses im Knie beendet und wurde eher zufällig Trainer. 1995 wagte er den Sprung nach Europa. Pockel hat 9 Jahre lang in Deutschland und deren 6 in Österreich als Clubtrainer gearbeitet. Vor einem Jahr war er Assistenztrainer der niederländischen Nationalmannschaft bei der WM der 1. Division. Genau diese drei Auswahlteams werden in Bietigheim die Gegner der Azzurri sein. Ich kenne die drei Länder eigentlich. Und Österreich ist eine gute Mannschaft, Deutschland ist sicherlich Top-Favorit, auch Gastgeber. Aber das bedeutet, dass sie mehr Druck haben. Und wir haben so gut wie keinen Druck. Wir können nur gewinnen. Und mit dieser Einstellung und auch Freude und eine neue Einstellung, neue Widmung, neue Wind, wollen wir in die Olympia-Quali hineingehen. Dass Pockel sein Debüt als italienischer Nationaltrainer in Bietigheim feiern darf, ist für ihn etwas Besonderes. Schließlich hat er dort zwischen 1998 und 2001 als Trainer gearbeitet. Ich habe sehr viele Freunde, enge Freunde, Bekannte. Und Bietigheim hat dann auch einen besonderen Platz in meinem Herz. Mein erstes Amt als Cheftrainer und sportlicher Leiter. Und habe auch meine erste Meistertitel dort gewonnen.
Bokel hat vorerst 25 Spieler in den Kader einberufen. Darunter sind jeweils 12 Südtiroler und 12 Italos. Bei der Auswahl seiner Spieler hat der US-Amerikaner besonders Wert gelegt auf viele Sachen. Eine Mischung von Erfahrung und auch neue Spieler. Spieler mit Verständnis, Intelligenz und auch Spieler, die fit sind. Weil drei Spieler in 4 Tagen auf ein sehr hohes Niveau und sehr viel Tempo im Spiel. Müssen wir schauen, dass wir fit sind über die drei Spiele. Bokel weiß ganz genau, auf was es in Bietigheim ankommen wird. Mercilinia International, die Schiedsrichter pfeifen ganz anders. Und wir müssen schauen, dass wir diszipliniert spielen und weg von der Strafbank bleiben. You know, die Olympia-Qualifikation ist der erste Prüfstein, um zu schauen, wo wir sind und wer passt im Konzept und wer seine Leistung bringt oder nicht. Unabhängig davon, wie die Olympia-Qualifikation ausgeht, Tom Bokel wird die italienische Nationalmannschaft auch zur Weltmeisterschaft der ersten Division Mitte April nach Budapest führen.